So, hallo und herzlich willkommen. Ich bin neu auf YouTube. Ich heiße Pierre LP. Und ja, mein Vorbild ist der Frank VZ und der Patrick. Okay, ja. Wir fahren die Linie 688 nach Rathausmarkt. Und ja, ich habe den Bus schon mal vorbereitet. Der kommt von dem Patrick. Danke an dir, Patrick. Ja, und wenn euch das Video gefällt, dann macht einen Daumen hoch und wenn nicht, dann runter. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gibt. Okay, dann wollen wir auch los. Motor an, Gang rein, Verstärker und Soundproofs, Licht mal klar an und Fahrgäste an. Ja, und so sieht der Bus aus. Schöner. Selbst aufgemodelt. Sehr schöner Bus. Wir müssen. Wann müssen wir denn Rathausmarkt sein? Ist doch Rathausmarkt. Ja. Da müssen wir um 36 sein. Wie spät haben wir es? 31, ja. Wir warten jetzt ja auch noch an der Haltestelle. Ja. Gut. Boah, ich kann leider auch noch nichts so erzählen. Ich muss erstmal das Video abwarten, wie es bewertet wird. Und dann kommen wir dazu. Vielleicht nehme ich nächstes Mal auch mit dem Kumpel auf, also mit dem Patrick und dem Dr. Tommy. Die Tür nicht zu. Die hat geheim auf der Mitte. Ja. Also ich weiß auch nicht warum, deswegen fahren wir jetzt den. Das nächste Haltestelle, Gänsemarkt. Dann vielleicht mit den Zitaro. Und die nächste Haltestelle. Ja, es ist wirklich schön, die Texturen hier, alles gut, dass ich hier mit klarkomme und so. Ja.
fahren darf oder nicht. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Bushaltestelle. Moin. Tag. Moin. So, weiter geht's. Na klar, der Manfred fährt. Ist ja klar. Der dicke Manfred. Der ist, ich muss euch mal was sagen, der ist letztes Mal. Nächste Haltestelle. Johannes Brahms Platz. Wie fahren Sie denn? Wer fährst du denn? Ich fahre jetzt mal rot. Das hat jetzt niemand gesehen. Moin. Jetzt kommt Moin. Das sind junge Moin, sagt zum Busfahrer. Die sind auch noch nie gut. In Wirklichkeit. Geschichte. Da war wohl Geschichte im Spiel. Diese Haltestelle lohnt sich eigentlich. 500 Meter von entfernt oder wie? Entschuldigung, ich bin zweimal jetzt gegen das Mikrofon, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht so laut. Auch immer irgendwie passiert. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß so. Nächste Haltestelle, kleine Freibadstraße.
auf meiner Tastenbrille üblich. Muss ich dann mal umstellen. Oder der Patrick hilft mir mal wieder. Ja. So. Nein,
wieder falscher Knopf. Ja. Ich finde die Hamburg Map ganz gut. Ich wohne bei Hamburg. Ja. Deswegen. So, hier müssen wir nicht. Nächste Haltestelle. Altona Poststraße. Nein, wir sind ja auch gleich in Altona. Bus Patrick, hier ist er, und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, und ich verabschiede mich, euer KLP hier, tschüss.